Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja sicherlich von diesem neuesten Bug mitbekommen, durch den man Waffen spammen konnte. Und das Ganze konnte man so weit treiben, bis der Server dann einfach irgendwann down war. Das Ganze scheint zwar wieder gefixt zu sein, dennoch haben dadurch viele Leute unter anderem ihren Rank verloren, beziehungsweise haben sehr viele Downranks erhalten, weil ihnen die Spiele verwehrt wurden und sie rausgeschmissen wurden durch diese Kacke. Und jetzt geht es natürlich auch um die Konsequenzen für die Leute, die das gemacht haben. Zum Beispiel auch auf Faceit, wo das ja eindeutig verboten ist. Und darüber wollen wir jetzt schnacken. Let's go! Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hallo, bleib. Nein, nein, jetzt red ich. Vielleicht könnt ihr euch noch an den letzten größeren Exploit erinnern. Das war diese Wallhack-Geschichte. Da konnte man dann mit in Counter-Strike enthaltenen Dingen Wallhack nutzen, ohne dass man jetzt halt wirklich irgendwelche Cheats von außen hinzugenommen hat. Und das Ganze wurde auf Faceit unter anderem auch genutzt. Und die Leute wurden gebannt. Ich weiß nicht mehr, wie lang. 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Sie wurden von Faceit verstoßen und dann haben sich viele darüber aufgeregt, dass es ja so gemein wäre, weil sie haben ja nur was genutzt, was vom Spiel und bla 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 und hin und her. Aber Faceit sagt zumindest aus meiner Sicht zu Recht, bei uns ist das aber nicht erlaubt. Das wusstet ihr im Vorfeld schon. Und wer das macht, ist halt doof. Was übrigens nicht doof ist, ist unser AK-47 Redline Giveaway jetzt gleich im Stream ab 20 Uhr. Kommt dazu, Leute, kommt dazu. So eine schöne Waffe. Oh. Ich bin dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. So, weiter geht's. Und diese ganz neue, tolle Sache, die man machen kann oder konnte, ist dieses übermäßig krasse Droppen oder Kaufen von Waffen. Und wenn man da dann noch Granaten draufgeschmissen hat und die Waffen rumgeflogen sind, gab es natürlich einen Mega-Lag. Und das konnte dazu führen, dass der gesamte Server abschmiert. Beziehungsweise manche Leute halt disconnected werden und sie Riesenprobleme haben und nicht richtig spielen können. Das Spiel läuft dann somit halt durch und sie kriegen Minus-Elo. Das sind übrigens jetzt Aufnahmen von Aquarius aus seinem Stream. Die ganze Sache ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Ihn habe ich schon sehr, sehr oft als Referenz genommen für diverse Infos. Er ist auch so ein Info-Meier, was Counter-Strike angeht. Wenn man die ganze Sache unter sich mit Freunden auf einem Offline-Server macht, ist ja ganz witzig, aber wer eben auf offizielle Counter-Strike-Server geht und oder das sogar auf Faceit macht, ja, sollte der bestraft werden oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage eigentlich, die ich euch stellen möchte. Findet ihr es unfair, wenn jemand für sowas zum Beispiel von Faceit für 5 Jahre gebannt wird, weil er zum Beispiel einen Server komplett niedermacht, dass das Spiel nicht stattfinden kann oder nicht richtig und dadurch Leute ihre Elo verlieren oder unnötig Elo dazu gewinnen, weil sie halt, was weiß ich was, eine etwas bessere Verbindung haben als die anderen, keine Ahnung. Sollte man für solche Störungen des Spielablaufs gebannt werden oder nicht? Man sollte ja wahrscheinlich schon zwischen Valve und Faceit unterscheiden. Ich denke, Faceit wird wahrscheinlich stärker zugreifen, weil sowas eben nicht erlaubt ist bei ihnen. Gerade wenn man mit voller Absicht die Server abschießt, das kann den Leuten von Faceit ja gar nicht gefallen. Ich denke, hier wird es wahrscheinlich wieder ein paar Bans geben oder zumindest Verwarnungen. Ich denke aber eher Bans. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie ihr das seht oder sehen würdet, wenn es soweit kommt. Bei dem letzten Bug sind auf jeden Fall Bans geflogen, das wissen wir ja. Hier haben sie zum Beispiel auch den Server komplett abgeschossen. Ich weiß nicht, ob Aquarius das jetzt auf seinem privaten Server gemacht hat oder sonst wie. Er ist auf 21.000 Elo Aquarius, Macher! Aber ja, es ist halt einfach nicht in Ordnung, sag ich, sowas zu machen. Aus meiner Sicht sollte Faceit auf jeden Fall diese Leute heraussuchen und bannen, denn gerade Faceit ist eine Seite, auf die geht man, um halt richtig spielen zu können. So richtig, richtig. Und wenn man da so einen Scheiß macht, ist es irgendwie nochmal ein bisschen härter als in Premiere. Aber auch auf den offiziellen CS2-Servern findet das sicherlich keiner cool. Außer vielleicht die paar 13-Jährigen, die das halt machen. Aber der Rest, der halt einfach spielen möchte und dann mega abgefuckt wird, der, ja, kann das natürlich nicht gutheißen. Hier haben die Brewers in der Vergangenheit nicht wirklich viel gemacht. Mittlerweile gibt es ja aber dieses Account-Blocking oder Einfrieren von Accounts. Da könnte natürlich was in die Richtung passieren. Zumal wir wissen, dass die Steamboys bzw. Valve ganz genau weiß, welche Accounts dir gehören, wie viele Accounts du hast. Da gab es ja auch gerade vor kurzem bei Team Fortress 2 eine Angelegenheit, bei denen die Wolvers dann solche Nachrichten rausgehauen haben. Unser Team hat festgestellt, dass einige von deinen Accounts bei störenden Dingen in Team Fortress 2 am Start waren. Accounts, die direkt damit zu tun haben, wurden deaktiviert und die anderen Accounts werden erstmal gelockt und gebannt. Wir haben diesen TOS-Verstoß von deinem Main-Account entfernt. Dieser Account wird aber natürlich trotzdem Gameband bleiben in Team Fortress 2. Wenn aber dieser Account oder deine anderen Accounts weiterhin Scheiße machen, dann wirst du richtig genudelt. Das ist eine Sache, die wohl an sehr, sehr viele Leute in Team Fortress 2 rausging. Und ja, ich denke, man konnte natürlich sowieso schon ahnen, dass die Steamboys genau wissen, wer welchen Account gemacht hat, welche Accounts zu wem halt eben gehören und so weiter und so fort. Auch meine Kontakte aus der Cheater-Szene, also Cheater selbst, Cheat-Entwickler und so weiter und so fort, konnten mir bestätigen, dass die Volvos in Red Trust-Wellen eben nicht nur dann halt die Accounts Red Trusten, die ja direkt gecheatet haben, sondern auch mitunter die Accounts, die noch mitunter dran hingen. Da kommen zwar auch wieder viele Faktoren zum Tragen, ab wann das passiert, warum das passiert und so weiter und so fort, aber ja. Die wissen genau, was abgeht. Ich könnte mir also vorstellen, dass, wenn die Volvos hier mal richtig reingreifen, auch was das hier angeht, solche
Störereien, dass sie mittlerweile zum Beispiel über diese Account-Locks oder diese globalen Ausschlüsse ein bisschen mehr machen können als noch früher. Ob sie das machen wollen, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ich habe jetzt gerade die Steam TOS nicht aktiv im Kopf, um zu sagen, wie es bei Bug-Using ist, also inwiefern, also wie scharf sie dies praktisch ahnden, wenn jemand irgendwelchen Bug-Abusing-Scheiß betreibt. Gut finde ich es auf jeden Fall nicht. Ich habe vorhin auch noch mit jemandem auf Discord kurz hin und her geschrieben. Er hat mich explizit gefragt, ob ich wirklich der Meinung bin, dass Leute für immer gebannt werden sollten, und ich habe gesagt, es kommt natürlich von Fall zu Fall darauf an. Man muss von Fall zu Fall unterscheiden. Aber wenn jemand böswillig und mit voller Absicht irgendwas Schlimmes macht, also jetzt nicht, er hat dann das Beispiel eines Smurfs genannt, für einen Smurf sollte man nicht lebenslang gebannt werden, klar, finde zumindest ich, aber wenn jemand halt wirklich aktiv auf Faceit zum Beispiel geht und denen ihre Server abschießt, dann finde ich es nicht verkehrt, wenn derjenige dann, also dieser Mensch, dann nie mehr auf Faceit spielen darf, denn er hat ja Faceit somit auch aktiv angegriffen, er zerfickt denen ihre Server, das ist, ich finde das schon schwerwiegend. Die Volvos hingegen, ja, die haben sich den Fehler auch selbst eingebrockt, also ja, irgendwie so. Ich meine, das ist ja halt in jedem Spiel. Man kann ja nicht sagen, oh, 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 da habt ihr irgendwas entdeckt, was wir in unserem Spiel verkackt haben, jetzt müssen wir euch alle verkloppen. Da ist es sicherlich nochmal was anderes, als eben bei solchen externen Seiten, die nochmal ihre eigenen Regeln für ihre Server, für ihre Seite und so weiter haben. Wie denkst du darüber? Hau das gerne in die Kommentare, dann bist du automatisch beim heutigen Giveaway mit dabei. Und heute gibt es was ganz Besonderes für euch. Und zwar gibt es heute einen Holy-Gutschein im Wert von 20 Euro. Holy ist ein Partner von mir seit über 2 Jahren. Energy Drinks, Eistees und so weiter und so fort. Und mit diesen 20 Euro kannst du dir ein Startpaket holen. Benutzt dazu gerne meinen Code BUBBLER5. Steht hier auch bestimmt irgendwo oder in der Videobeschreibung. Damit spart man nochmal 5 Euro. Das heißt, du zahlst dann 14,99 € für ein Startpaket und hast dann noch 5 Euro und ein Penning rumfliegen für irgendwas anderes. Ja, jeder, der zu dieser Thematik, die eben genannt wurde, etwas schreibt, kann diesen Holy-Gutschein gewinnen. Da hocken sie, guckst du dir an. Macher! Das ist auch das, was ich in meinem Stream trinke. Jetzt noch nicht. Jetzt ist nur Wasser drin, weil ich will nicht jetzt krass gut skillen, aber dann gleich im Stream krass gut skillen. Natürlich. Um es auch kurz zu zeigen, ihr könnt euch zum Beispiel diese Dinger hier holen. Wie gesagt, 20 Euro Gutschein habt ihr. Mit meinem Code BUBBLER5 zahlt ihr 5 Euro weniger. Mit Bubbler ohne eine 5 spart ihr immer 10%, aber die machen erst Sinn, wenn man was für über 50 Euro kauft. Ist ja klar. Ja, und dann könnt ihr euch hier so ein Probierpaket holen. Ich empfehle euch ja die E-Drinks, weil dann kann man besser schießen, aber die sind natürlich auch nicht schlecht. Vor allem, wenn man Bock hat auf Eistee ohne Zucker und so. Schmeckt übrigens trotzdem gut. Bin auch jemand, der eigentlich keine zuckerfreien Produkte mag, so Coke Zero oder so ein Scheiß. Boah, ekelhaft, also dieser zugesetzte Zucker, aber das ist gut. Wir sehen uns also jetzt dann gleich im Livestream, kommt direkt rum, ab 20 Uhr geht's los, heute am Freitag. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes, bis gleich. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach, von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse, denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.